Am 20. und 21. März diesen Jahres ist es soweit. Die Vienna International Film Awards feiern in Wien Premiere. Festivalpräsident und Gründer ist der preisgekrönte österreichische Regisseur und Produzent Alexander Bruckner, welcher für das Event international anerkannte Juroren aus Film- und TV-Business gewinnen konnte. Unter anderem sind in der Academy Award nominierte Drehbuchautoren wie Tab Murphy, der zweifache Emmy-Gewinner Lars Deutsch und auch der heimische TV-Star Silvia Schneider ist mit an Bord. In 11 Kategorien werden diese Juroren die eingereichten Kurzfilme bewerten. Die TV-Moderatorin sorgte auch diese Woche für einen Aufreger. Sie zeigte sich auf Instagram von ihrer allerbesten Seite. Die 38-Jährige posiert auf ihrem Account mit nacktem Oberkörper und dabei trug sie lediglich eine Uhr mit rotem Ziffernblatt. Die Ex-Freundin von Andreas Gabalier ist nämlich Markenbotschafterin der Uhrenmarke Bucherer und stellt auf dem Bild eine ganz besondere Uhr vor. Kurz vor Valentinstag möchte ich euch eine schöne Geschichte teilen, kommentiert die Blondine das Foto. Die Uhr wurde nämlich von der asiatischen Schauspielerin, Sängerin und Umweltaktivistin Li Bingbing kreiert, die mit ihrer wohltätigen Stiftung Love Responsible Life gemeinnützige Projekte unterstützt und zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit der Erde und dem Leben aufruft. Zu dem Posting auf Insta schrieb Silvia Schneider noch, unter dem Motto Responsible Life konnte so bereits 1 Million von Menschen erreicht werden und das Bewusstsein für Umweltschutz erhöht werden. Es ist mir eine Ehre, eine dieser Uhren tragen zu dürfen und somit Love zu transportieren, weil Liebe einfach so vieles sein kann, aber niemals zeitlos. Na dann kann der Valentinstag ja am Sonntag kommen.